Wenn man in den Urlaub fährt, das weißt du auch, dann verändert sich der ganze Tagesablauf. Alles, was wir von zu Hause so gewohnt sind, ist anders. Es ist ganz besonders. Es sind neue Räume, neue Umgebung, neue Geschmäcker, neue Gerüche, neue Worte. Alles ist anders. Ich genieße es, wegzufahren und einfach diese neue Umgebung wahrzunehmen. Aber genauso genieße ich es auch, wenn ich nach Hause komme und meine Koffer wieder auspacke und in dieses Gewohnte mich wieder eingliedern kann. Als wir jetzt von vielen Einsätzen zurückkamen, auch Gotteshaus Ermutigungsabende, einfach auch ein paar Tage Urlaub, da dachte ich darüber nach, dass es in meinem Leben etwas gibt, was eine tiefe Beständigkeit hat, was, egal wo ich bin, in mir bleibt. Und das ist die Beziehung zu Jesus Christus. Er ist, egal wo ich bin, immer in mir. Sein Heiliger Geist ist ausgegossen in mein Leben und ich liebe diese Beständigkeit, diesen Ratgeber an meiner Seite. Ich möchte dir heute, wenn du Jesus noch nicht kennst, ein Angebot machen, dass du ihn kennenlernen kannst. Heute kann vielleicht der Tag sein, wenn du auf deiner Lebensreise unterwegs bist und noch nicht einen Sinn darin gefunden hast, noch nicht etwas gefunden hast, wo wirklich eine Grundlage in deinem Leben ist, wo vielleicht einfach diese Beständigkeit eine Sehnsucht in deinem Herzen ist, wo vielleicht diese Hoffnung auf etwas in deinem Leben eine Sehnsucht ist. Dann möchte ich dich einladen, dass du Jesus Christus in dein Herz hineinlässt. Im Neuen Testament lesen wir, dass er vor der Herzenstür steht und anklopft. Das Einzige, was diesen Prozess des Hineinkommens in Gang bringt, ist, wenn du diese Tür von innen öffnest. Und dann heißt es, und er wird zu dir kommen und er wird Gemeinschaft mit dir haben. Und du wirst im Glauben wachsen in diese Verlässlichkeit, in diese Beständigkeit, in dieses Vertrauen, dass er jeden Tag bei dir ist, egal ob du unterwegs bist oder zu Hause bist. Egal ob du auf deiner Lebensreise hin und her geschüttelt wirst oder ob es auch ganz ruhige Phasen gibt. Der Herr möchte zu dir kommen in dein Leben und dich beschenken. Auf unserer Webseite findest du Hilfe dazu. Wir möchten, dass einfach du den Schritt zu Jesus machen kannst. Und wenn du nicht weißt, wie du vielleicht ein erstes Gebet formulieren solltest, kannst du Hilfe bei uns finden auf der Webseite. Du kannst eine Bibel von uns bekommen, wenn du noch keine Bibel hast. Und wir möchten dir einfach zusprechen, dass das Wort Gottes, was er in dein Herz spricht, bleiben wird und dass du weißt, Gott hat mehr für mich. Du kannst das erfahren.